Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Webseiten Media. In diesem Video zeige ich euch ganz kurz, wie ihr in Word eine Tabelle an die Fensterbreite anpassen könnt. Wir fahren dazu mit der Maus kurz über die Tabelle drüber, dann erscheint hier oben links dieses kleine Kreuzchen, da klicken wir einmal drauf und dann wird die Tabelle markiert. Dann gehen wir auf den Reiter Layout, dann auf Auto anpassen und dann auf automatisch an Fenster anpassen. Jetzt kann es sein, dass die Tabelle manchmal noch irgendwie so auf der Seite verschoben ist. Wenn ihr die dann nochmal zentrieren wollt, markiert sie nochmal. Klickt hier in den Absatzoptionen auf Zentrieren und dann wird sie auch wirklich mittig auf der Seite zentriert. Ja, das war's auch schon. Jetzt wisst ihr also, wie man Tabellen in Word an die Fensterbreite anpassen kann. Falls ihr das Video hilfreich fandet, schreibt es doch bitte in die Kommentare, gebt mir Feedback und lasst mir auch gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.